Mondbasis Alpha, Computerlogbuch. 2321 Tage nach Verlassen der Erdumlaufbahn. Dr. Helena Russell berichtet. Im Segmentsektor 578,3 ist ein herrenloses Raumschiff erschienen. Commander John Koenig und Sicherheitsoffizier Tony Verdeschi sind gestartet, um es zu untersuchen. Ich frage mich, ob das plötzliche Auftauchen des Schiffes mit dem unerklärlichen Fieber unseres wissenschaftlichen Offiziers Maya ursächlich zusammenhängt, zumal sie auf keinerlei Therapie anspricht. Oh, Mentor, das kannst du nicht verantworten, Mentor. Wir müssen sichern verlassen. Hör auf mich, Mentor. Wir müssen sofort den Planeten evakuieren. Beruhigen Sie sich, Maya. Mentor! Mentor! Maya! Maya. Ich habe schreckliche Albträume, Doktor. Ein Flammenmeer umgab mich. Vulkane, die Feuer und Lava spielten. Sie haben sehr hohes Fieber. Sobald wir das runterbringen, ist alles wieder in Ordnung. Können wir irgendwas für Sie tun? Ich habe fürchterliche Angst. Ich fürchte mich zu Tode, Helena. Wo ist Tony? Ich will mit Tony sprechen. Er kommt bald zurück, Maya. Okay? Ja. Ellen, rufen Sie Adler 1. Sie sollen so schnell wie möglich zurückkommen. Ich sorge mich um Maya. Ich werde es Ihnen sagen. Sandra, mach bitte eine Verbindung mit Adler 1 über den Hauptschirm. Mondbasis Alpha ruft Commander Koenig. Mondbasis Alpha für Commander Koenig. Kommen bitte. Commander Koenig, bitte kommen. Ja, ich höre, bitte kommen. John, wir möchten gerne wissen, wann ihr zurückkommt. Helena macht sich um Maya Sorgen. Wir kommen zurück, sobald wir an Bord des herrenlosen Schiffes sind. Der Teufel geht da vor. Alan, kommen! Alan! Eine Alpha-Totale auf den Hauptmonitor. Was passiert da mit Alpha? Es ist verschwunden. Sobald wir dafür Zeit haben. Brücke an alle. Jeder geht wieder auf seinen Posten. Energiezentrale. Wie lange wird es dauern, bis wir wieder vollen Saft kriegen? Ich gebe Ihnen die Zeit durch, sobald wir den Schaden lokalisiert haben, Mr. Carter. Adler 1 auf den Hauptmonitor, Sandra. Ellen, ich finde Adler 1 nicht mehr. Ich möchte wissen, was mit uns geschehen ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Versuch's weiter. Sinnlos. Wie ist unsere Position? Das war unsere Position. Und das ist die jetzige Position. Ellen, wir haben in wenigen Minuten 5 Lichtjahre zurückgelegt. Wir sind in einen Raumwirbel geraten.
Das heißt, der Commander hat keine Chance, Alpha jemals wieder zu erreichen. Es sei denn, auch er gerät zufällig in diesen Raumwirbel. Dieser Zufall ist mehr als unwahrscheinlich. Was haben wir für Eigengeschwindigkeit? Wieder völlig normal. Mach deinen Transportadler startklar. Ja, Sir. Alan. Ja, ja. Ich weiß, wie weit Sie weg sind. Aber wenn es Ihnen gelingt, diesen Raumwirbel zu finden und durchkommen, brauchen Sie neuen Treibstoff, um uns folgen zu können. Adler 1 ruft Mondbasis Alpha. Kommen, Alpha. Da ist irgendwas faul, John. Auch die Telesonde spricht nicht an. Dafür gibt's nur eine Erklärung. Alpha ist in einen Raumwirbel gekommen. Das bedeutet, Sie können Milliarden von Meilen entfernt sein. Und unser Treibstoff reicht noch für eine knappe Million. Es würde uns nicht mal was helfen, wenn wir unendliche Treibstoffreserven hätten. Ja. Weil wir keine Chance haben, zu Orten, wo sie sich befinden. Ich helfe dir! Ich helfe dir! Ah! Maya, beruhigen Sie sich. Legen Sie sich wieder hin, bitte. Wir sind ja da. Haben Sie keine Angst. Ganz ruhig. Haben Sie keine Angst. Wir passen schon auf Sie. Alles in Ordnung. Diese Albträume löst das Fieber aus. Nein, das ist was anderes. Das ist ein unbekanntes Wesen. Es versucht, von mir Besitz zu ergreifen. Ben, ein Beruhigungsmittel aufziehen. Nein, das wäre völlig falsch. Helena, ich beginne schon, die Kontrolle über meine Kräfte zu verlieren. Es wird etwas Furchtbares passieren. Lassen Sie mich einsperren aus Sicherheitsgründen. Maya, das ist unmöglich. Sie müssen es tun. Ich kann zur Gefahr für ganz Alpha werden. Sie müssen mich einsperren, Helena. Ben, wir geben ihr die Injektion, dann verlegen wir sie in die Isolationszelle. Kommandozentrale? Ellen, ich muss mit Adler 1 sprechen. Ellen, wir müssen es ihr sagen. Was müsst ihr mir sagen? Wir können sie nicht erreichen. Alpha ist in einen Raumwirbel geraten. Sie sind am anderen Ende zurückgeblieben. Die Entfernung zwischen Alpha und ihrem Adler beträgt 5 Lichtjahre. Okay, ungefähr hier ist Alpha verschwunden. Wir haben uns der Geschwindigkeit von Alpha angenähert. Jetzt müssen wir also nur noch das Loch im Weltraum finden. Sie sind hier die Ärztin und... Ich will Ihnen auch nichts vorschreiben, aber Sie müssen sich ausruhen. Danke. Sobald es irgendwas Neues gibt. Wie stehen seine Chancen? Naja, Sie kennen John. Er gibt nicht auf. Aber wie groß ist die Chance, dass er überhaupt dieselbe Tür im Universum findet? Kommt drauf an. Worauf? Auf sein Glück. Im All? Dann ist seine Chance, zurückzukehren, ziemlich unwahrscheinlich. Helena, wenn ich irgendwas... Thank you.
bitte verwandle dich zurück. Nein! Hilfe! Weiter! Bitte nicht! Dr. Fedos, kommst du mit in die Kantine? Hey! Notfall in Korridor 1, Sektion A. Notfall in Korridor 1, Sektion A. Ein Monster unbekannter Herkunft ist auf Alpha. Wir wurden sofort angegriffen. Das ist nicht weit vom Waffenarsenal. Ja, ich weiß. Alarm für Sicherheit. Eine gefährliche Kreatur ist auf Alpha. Geht kein Risiko ein. Phaser-Intensität auf Töten. Ich wiederhole, kein Risiko eingehen. Sofort schießen. Alles, was dienstfrei ist, begibt sich ins Quartier und bleibt dort. Die Kreatur ist gefährlich. Ich wiederhole, diese Kreatur ist gefährlich. Sicherheit bei Begegnung, sofort schießen. Sicherheit. Wer ist im Lift? Identifizieren Sie sich. Benutzer des Fahrstuhls, bitte identifizieren. Sicherheitszentrale. Im Fahrstuhl 7, zwischen Geschoss C und D. Verstanden. Helena, was ist passiert? Fehlt Ihnen was? Oh. Maya. Maya hat sich verwandelt in eine Art Weltraumkreatur. Ach, Ben, mir fehlt nichts. Ich habe nur Angst, dass Maya irgendwas Schreckliches tut. Scheint schon passiert zu sein. Hä? Alan hat den Befehl erlassen, bei Begegnung sofort töten. Alan, Sie müssen den Tötungsbefehl zurücknehmen. Moment, Helena, diese Kreatur ist... Diese Kreatur ist Maya. Sie hat die Kontrolle über sich verloren. Brücke an Sicherheit. Dringlichkeitsstufe 1. Phaser auf Betäubung umstellen. Soll ich Kurswechsel vornehmen? Nein, versuch weiter Alpha auf den Schirm zu kriegen. Ich fürchte, heute wird kein Wunder mehr geschehen. Was ist mit dem verlassenen Schiff? Wenn es dasselbe oder ein ähnliches Antriebsprinzip wie wir hat, können wir seine Treibstoffvorräte übernehmen. Ja, vielleicht haben wir Glück, man kann ja nie wissen. Jedenfalls haben wir nichts zu verlieren. In den Lift gegangen und fährt zurück in die oberen Geschosse. Betäubungsschüsse sind leider wirkungslos gewesen. Auf alle Fälle Kontakt halten. Aber bleibt außer Reichweite. Wir werden versuchen, sich chemisch zu betäuben. Okay. Das Problem ist nur die Dosis. Zu wenig, kein Effekt. Nehmen wir zu viel, ist sie tot. Wir können nur hoffen, dass wir die richtige Dosis haben. Glauben Sie, dass das Zeug mehr Wirkung als die Phaser hat? Wenn überhaupt, was wirkt denn das? Mr. Carter, ich glaube, Sie versucht, in einen Rampenschlitten zu kommen. In einen Rampenschlitten? Während Ihrer Fieberdelirien hat Maya über Psychon fantasiert, dass Ihr Vater noch dort leben würde und dass sie ihn unbedingt retten müsse. Sie glauben, Maya will in die Hangars? Ja.
Und wenn sie es schafft, mit einem Adler zu starten, dann wird es eine Reise ohne Wiederkehr zu einem Planeten, den es nicht mehr gibt. Noch nicht. Maya, ich muss mit Ihnen sprechen. Hören Sie mich an. Maya, machen Sie keinen Unsinn. Bitte lassen Sie sich von uns helfen. Sie fährt zur Rampe 4. Kommt mit. Energie für Rampenschlitten 4 abschalten. So, Helena. Jetzt haben wir sie erstmal festgesetzt. Was machen wir jetzt? Die Phaser wirken nicht, die Betäubungspistolen auch nicht. Sie hat Kraft wie ein Elefant und ist keinen Vernunftsargumenten zugänglich. Wir müssen verhindern, dass sie startet. Ellen! Wenn sie es schafft, einen Adler zu starten, dann ist sie verloren. Dann können wir ihr nicht mehr helfen. Kommt mit. Wir werden im zweiten Tunnel zur Rampe fahren. Rampenwache. Hier Carter, partieller Rotalarm. Blockieren Sie Startrampe 1. Bitte bestätigen. Rampenwache. Rampenwache, bitte bestätigen. Was ist los? Warum antworten Sie nicht? Rampenwache, dringend, bitte kommen. Rampenwache, hören Sie mich, bitte kommen. Rampenwache, dringend von Carter, was ist los? Bitte geben Sie Bericht. Rampenwache, dringend von Carter, hören Sie mich. Rampenwache. Was ist bei euch los? Mr. Carter. Wir wurden angegriffen. Okay, das habe ich mir gedacht. Wo ist sie jetzt? In Adler 4. Es ist zu spät. Sie hat den Lauftunnel bereits zurückgezogen. Wir dürfen sie nicht starten lassen. Ich fahre die Rampe ein. Schalten Sie um. Wir müssen sehen, was sie macht. Das Betäubungsmittel fängt an zu wirken. Ich bringe sie in den Hangar. Ja, gut.
Wir müssen es stoppen. Geht nicht. Wir haben über das Schiff keine Kontrolle. In Hangar 1 sofort einen Rettungstrupp. Holt sie aus dem Wrack raus. Na los, beeilt euch! Sie liegt im Sterben. Können Sie ihr nicht mehr helfen? Diese Spezies ist mir unbekannt. Ich kenne weder die Anatomie noch ihren physiologischen Aufbau. Wir müssen irgendwas für sie tun. Maya, versuchen Sie, sich zurückzuverwandeln, sonst müssen wir operieren. Der Betäubungspfeil hat gewirkt, aber Ihr Stoffwechsel verträgt es nicht. Der Druck muss hier sein, irgendwo. Wir kennen nichts Vergleichbares. Wir hatten auch noch nie mit etwas Ähnlichem zu tun. Unsere Kenntnisse reichen nicht aus, um eine Diagnose zu stellen. Wir können Ihre Verletzung nicht behandeln. Wir können doch nicht zusehen, wie Maya stirbt. Das hier ist das Blut der Kreatur. Wenn wir sie behandeln, stören wir vielleicht das Gleichgewicht der Blutkörperchen. Wer weiß, welche Auswirkungen das hat. Helena, wie lange ist Maya bereits verwandelt? Etwa 45 Minuten. Sie wollen nichts unternehmen, weil Ihnen der Aufbau des Wesens fremd ist, richtig? Maya kann maximal eine Stunde verwandelt bleiben. Dann müssen wir doch nur noch 15 Minuten warten. Sie hat keine 15 Minuten. Ben, würden Sie mir bitte assistieren? Wenn Sie operieren, kann sie sterben. Aber sie hat eine Chance. Wir setzen den Schnitt genau hier an, wenn wir das Gerinnsel stoppen können. Und wenn es kein Gerinnsel ist, sondern Gewebe mit einer lebenswichtigen Funktion? Das werden wir gleich erfahren. In Ordnung. Fangen wir an. Dr. Rossi, Herztöne werden schwächer. Puls flattert. Sie dürfen nicht operieren. Das überlebt sie nicht. Maya, verwandeln Sie sich zurück. Es ist gefährlich, Sie zu operieren. Sie müssen es versuchen, Maya. Ihre Zeit läuft ab. Ellen, ich glaube, dass sie mich hört. Teil ist anscheinend zum Andocken. Sieht so aus. Diesmal scheinen wir Glück zu haben.
Triebwerk aus. Ausgeschaltet. Okay, wir haben angedockt. Gut, sehen wir es uns mal an. Tony, such den Treibstoffraum und sieh nach, ob wir den Treibstoff in unserem Adler verwenden können. Ja, okay. Offensichtlich eine Datenbank. John, die haben da Triebwerke, die unseren weit überlegen sind. Sie haben einen viel höheren Wirkungsgrad. Das ist vermutlich das Rätsels Lösung. Hier sind Zylinder mit anderer Markierung. Ja. Ich begrüße Sie. Ich bin Captain Duro. Commander des britannischen Aufklärungskreuzers Menon. Wir waren ungefähr 12 Parsec entfernt von unserem Mutterschiff, Agmenon, als es plötzlich verschwand. Es war in einen Raumwirbel geraten. Das Ganze geschah um 12 Uhr Sternenzeit. Inzwischen ist es 32 Uhr Sternenzeit. Und während dieser langen Zeitperiode haben meine Crew und ich verzweifelt versucht, die richtige Stelle zu finden, an der es uns gelingen würde, in den Raumwirbel einzufliegen. Wir haben gedacht, wir hätten die genaue Position bestimmt, an der unser Mutterschiff in den Raumwirbel eingetaucht ist. Aber nach mehreren erfolglosen Versuchen mit meinem Schiff in den unbekannten Raumwirbel einzufliegen, haben wir festgestellt, dass die errechneten Koordinaten völlig falsch waren. Es stellte sich heraus, dass unser Raumwirbellokalisator defekt war. Unser Schiff wurde schwer beschädigt. Meine Techniker arbeiteten Tag und Nacht. Wir waren kurz davor, die exakten Koordinaten herauszufinden, als es bei Reparaturarbeiten an einer der Maschinen zu einer schrecklichen Explosion kam. Dabei wurde meine gesamte Crew getötet. Und auch ich selbst wurde dabei schwer verwundet. Ich mache diesen Bericht in den letzten Sekunden meines Lebens, damit andere Intelligenzen, sollte ihnen was Ähnliches passieren, in die Lage versetzt werden, diesen Raumwirbel zu finden und durch diese Aufzeichnung von den tragischen Ereignissen erfahren. Alle Daten, die wir über den Raumwirbel in Erfahrung bringen konnten, wurden aufgezeichnet auf dem Zylinder 26. Die Toten habe ich gemäß unserer Tradition dem Weltall übergeben. Ich selbst werde ihnen folgen, wenn ich mit diesem Bericht fertig bin. Ich verabschiede mich nun von ihnen. Die Aufzeichnung auf Zylinder 26 habe ich vor diesem Bericht gemacht. Tja, falls es für ihn ein Trost ist, wir wissen, wie ihm zumute war. Wir verdanken ihm, wenn wir durchkommen, unser Leben. Zylinder 26. Bitte halten Sie sich genau an meine Anweisungen, da Sie sonst keinen Erfolg haben werden. Füttern Sie meinen Bordcomputer mit den hier aufgezeichneten Daten und verbinden Sie ihn dann mit dem Autoprogrammierer Ihres Bordcomputers. Die dazugehörigen Koordinaten erhalten Sie, wenn Sie meinen Raumwirbellokalisator mit dem Navigationsrechner Ihres Computers verbinden und den Computer von Menon aktivieren. Der Rest der Prozedur ist relativ einfach. Einfach. Ich wünsche, wir hätten Maya hier. Aber wir haben sie nicht. Ich finde das ziemlich riskant. Ja, das müssen wir in Kauf nehmen. Suchen wir den Lokalisator. Transportröhre sicher. Verstanden.
Technikraum? Was gefunden? In diesem Abschnitt ist nichts. Verstanden. An das gesamte Sicherheitspersonal. Alle Gänge sind überprüft. Auch der Reisetunnel, das Lebenserhaltungssystem und die Abschnitte C und D. Durchsuchen Sie jetzt die Abschnitte A und B. Sie muss irgendwo da unten sein. Wenn Maya noch die Kontrolle hat und so hoch fiebert, wird sie versuchen, Psychon zu erreichen. Die Startbahnen sind alle abgeriegelt. Es wird ihr nicht gelingen zu starten. Es wird zwar eine Weile dauern, aber wir finden sie. John. Tony, ich hab's gefunden. Das ist es. Wir nehmen es mit an Bord und checken, ob es funktioniert. Selbst wenn wir den Raumwirbel durchbrechen und lebend auf die andere Seite gelangen, werden wir Alpha niemals erreichen. Wir haben nicht genug Treibstoff. Tony, mein Gefühl sagt mir, dass alle auf Alpha damit rechnen, dass wir es schaffen. Na komm schon. Sandra, ich möchte eine Verbindung mit dem Treibstoffadler haben. Mondbasis Alpha ruft Adler 3. Mondbasis Alpha ruft Adler 3. Adler 3 für Mondbasis Alpha, bitte kommen. Gary, wann seid ihr am Bestimmungsort? Errechnete Flugzeit bis Treffpunkt 7 Minuten 12 Sekunden. Bis zum Treffpunkt. Er hat hoffentlich recht. Wenn ihr am Bestimmungsort seid, wird das Gebiet systematisch durchkreuzt. Wie lange? Bis ihr andere Befehle erhaltet. Mr. Carter, wir haben es gestellt. Das ist in Luftschleuse 7. Es versucht alles, um ins Freie rauszukommen. Warten Sie dort auf mich. Sie will immer noch nach Psycho. Sie zertrümmert die Luftschleuse. Ja, eine explosive Dekompression würde niemand in der Sektion überleben. Sind eure Phaser auf Betäubung? Dann los! Feuer! Computer, sofort Innentor von Luftschleuse 7 öffnen. Das ist Wahnsinn. Wenn sie es fertig bekommt, die Tür ins Freie aufzukriegen, kann man auf ihren Tod warten. Computer, Luftschleuse 7 wieder schließen. Ben, bringen Sie sofort einen Betäubungsgaszylinder zu Luftschleuse 7. Bin schon unterwegs. Es müsste in diesem kleinen Raum sofort wirken. Es ist ein ziemlich starkes Nervengas. Hoffen wir's. Einen Luftvorrat speichern können wie ein Kamel Wasser. Ja. Wie lange wird sie das durchstehen? Viel wichtiger ist, wie lange kann sie andere Lebensformen annehmen? Eine Stunde höchstens. Sollen wir Ihnen folgen, Sir? Nein, noch nicht. Zieh Druckanzüge an und wartet auf meine Befehle bei Luftschleuse C. Ja, Sir. Kommandozentrale. Habt ihr Sichtkontakt?
Sie ist in der Kopernikus-Senke und läuft genau zum Kopernikus-Krater. Ich glaube, dass sie langsamer wird. Verstanden. Wird langsamer. Vermutlich wird die Luft knapp. Vakuumpumpe ein. Okay, John, jetzt können Sie die Verbindung mit dem Menon-Computer checken. Wir müssten Kontakt haben. Ich werde aktivieren. Nicht zu glauben. Das Ding füttert den Kursrechner. Hoffentlich verdaut er die Einspeisung. Okay, ich komme wieder an Bord. Läuft jetzt in Richtung 2670. Verstanden, Alpha. Wo ist sie? Countdown Alpha, wir haben Sichtkontakt.
Kommandozentrale. Ich brauche sofort einen Rettungsadler. Läuft wunderbar. Die Patrone reicht, bis sie da sind. Ja. Aber der Kreatur geht langsam die Luft aus. Wenn sie sich hier in Maya zurückverwandelt, wird sie sofort sterben. Vier. Zwei. Fünf. Sechs. Sieben. Vier. Zwei. Runter auf Blau. Zwei auf Blau. Ja. Kompensationsfaktor? Bei der zweiten Zündung Backbordschub 22,2 Brennschluss. Trägheitsfaktor grün plus zwei. Grün plus zwei. Das war's. Jetzt haben wir den Kurs zu den Koordinaten. Na, wollen wir hoffen, dass es stimmt. Keine Angst, was Alpha geschafft hat, schaffen wir leicht. Atmung ist ziemlich flach. Ja. Maya, verstehen Sie mich? Sie müssen sich zurückverwandeln. Ich glaube nicht, dass sie uns versteht. Sie ist seit fast einer Stunde in anderen Lebensformen. Länger hält sie das nicht durch. Sie hat sich jetzt zum dritten Mal verwandelt, aber nicht in Maya. Was ist, wenn sie zum vierten Mal noch was Gefährlicheres wird? Gibt's irgendwas Neues? Nein. Der Treibstoffadler hat gestoppt und bleibt in Position. Und von denen gibt's auch nichts Neues? Nur, dass sie fast an dem Punkt sind, von dem sie nicht mehr zurück können. Hast du alles gut überstanden? Ja, zum Glück. Hey. Na bitte, das ist immerhin etwas. Das ökologische System funktioniert wieder. Ellen, schau. Es kommen merkwürdige Störungen auf der Frequenz des Treibstoffadlers. Auf dem Schirm ist nichts zu sehen. Das ist eine Überlagerung. Auch die Telesonden melden ein unbekanntes Objekt. Intensität wird stärker, das Objekt kommt in Sichtbereich. Sehen Sie auf dem Schirm auch, was ich sehe? Einer unserer Adler. Lazarett. Helena, ich habe eine Überraschung für Sie. Schauen Sie mal auf Ihren Schirm. Abdocken von dem Findling. Den kann der Treibstoffadler zurückschleppen.
Der Puls ist wieder normal. Helena. Ihr müsst mich einschließen. Das ist nicht mehr nötig. Aber ich bin ein Sicherheitsrisiko. Nicht mehr. Alle physischen Funktionen stabil. Das Fieber ist auch weg. Na, wie fühlen Sie sich? So, als wäre ich auf dem Schweif eines Kometen durch die Hölle geritten. Da haben Sie gar nicht so Unrecht. Auftaktvorgang abgeschlossen, Commander. Verstanden, danke. Schleppen Sie das Schiffswrack zurück zu Alpha. Ja, Sir. Wir bringen das Wrack mit. Wieso schleppt ihr denn ein Wrack mit? Das ist eine lange Geschichte, Alan. Hat es eine besondere Bewandtnis damit? Glaubt jemand an freundlich gesinnte Aliens? Wir sind bereit, alles zu glauben. Hauptsache, ihr kommt schnell zurück. Alles klar. Ach ja, Maya soll sich bereithalten. Wir brauchen ihren scharfen, wissenschaftlich geschulten Verstand, damit sie uns dabei helfen kann, dieses Geheimnis hier zu lüften. Sobald sie wieder wach ist. Wie? Heißt das, sie schläft? Was sagt man denn dazu? Wir zermartern uns die Köpfe, wie wir den Raumwirbel durchbrechen können? Und den Leuten auf Alpha fällt nichts Besseres ein, als ihren Schlaf nachzuholen. Aber das ist doch verständlich. Wenn auf Alpha nichts passiert, kann man wenigstens mal entspannen. Nicht wahr, Helena? Stimmt, John. Hier unten auf Alpha ist alles absolut ruhig verlaufen. Wir konnten uns alle bestens erholen.